Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobaka. Weiter geht's mit König Nial II. Fastison von Frankreich. So viel Zeit muss sein, mit seiner Frau Gerdre. Und ihr seht schon, sie hat einen Plan geschmiedet. Ich danke euch für Kommentare. Ich merke, wenn ich frage, dann kommen mir auch Kommentare. Ich möchte mal so gerne mal ein Community-Let's Play machen und glaube immer nicht, dass das funktioniert. Aber ich danke euch für Kommentare. Schreibt gerne auch weiterhin immer wieder mal, was ihr so denkt und was ihr für Vorschläge habt. Also, ich sehe es natürlich genauso. Letzten Endes, wenn man darüber nachdenkt, bleibt keine andere Möglichkeit außer Lüttich so richtig. Der Grund, warum wir Westfriesland nicht abgeben können, ist mir auch nicht hundertprozentig klar. Es könnte allerdings sein, dass wenn man das Jarltum besitzt, dass man zumindest eine Grafschaft besitzen muss. Das würde irgendwie Sinn machen. Und da wir das Jarltum von Holland haben, denke ich mal, dass wir eine Grafschaft auf jeden Fall innerhalb dieses Jarltums besitzen müssen. Davon gehe ich aus, dass es daher kommt. Also, und Frankreich wollen wir nicht aufgeben. Das Zentrum, insofern geben wir Lüttich ab. Und unsere Frau hat uns gesagt, beziehungsweise einer von euch hat auch gesagt, gibt es doch an einen Vasallen, der schön alt ist und keine Kinder hat. Wir werden das vergeben, allerdings nicht an einen Vasallen, denn die sind fast alle im besten Mannesalter oder Frauensalter. Und deswegen ist das ein bisschen schwierig. Aber wir haben eine Bürgermeisterin, Skaldwör von Courtenay. Und die ist 80. Sie ist ein eifriger Leitstern, ohne Kinder. Sie ist demütig, eine religiöse Eiferin. Sie ist gerecht und ein kaufmännisches Genie. Also, besser geht's gar nicht. Allzu lange wird das nicht halten. Aber die Grafschaft Lüttich geht erstmal an sie. Ihr Lehnsherr ist im Übrigen hier Graf Stakadre, den wir gerade eingesetzt haben. Die ist quasi aus Mo. Aber ich glaube, da kann er jetzt nicht böse sein, wenn wir ihm eine Sache wegnehmen da. Also, wir vergeben den Titel an diese alte, edle Dame. Sie ist unsere Vasallin geworden, mag uns sehr und sitzt jetzt in Lüttich. Wir haben unsere Domänenschwelle jetzt erreicht. Im Übrigen, dieser Überfall, das ist kein Überfall auf uns, sondern offensichtlich hat unser König, bevor er König wurde, einen Überfall aus Lüttich heraus auf Namur gestartet. Aber da kümmern wir uns ja jetzt mal nicht drum. Das ist auch ein bisschen albern, als Frankreich Namur zu überfallen. Aber er wird sich schon Gedanken machen, was er tun kann als kriegerischer Mensch, als Kriegsführer, als kampferprobter Mensch. Und momentan ist Friesland mit dem Ostfrankenreich verbündet. So viel haben wir schon mal gesehen. Denn ein Ziel könnte sein, Paderborn wieder zurückzuholen ins Asatruische, aus dem katholischen Reich herauszuholen. Ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll, aber wir haben ja schon andere Sachen geschafft. Also insofern können wir uns das mal als grobes Ziel für die Zukunft setzen. Zumindest träumt er davon. So, wir haben 400 Gold. Leider haben wir gerade quasi keine Möglichkeiten mehr, Ostfriesland so richtig auszubauen. Und ich bin mir nicht sicher, was wir als letztes auf den letzten Slot setzen sollen. Ob wir da ein Armeelager jetzt bauen, weil er das gerne möchte, oder Kasernen für die 100 Aufgebote. Oder ob wir lieber an Steuern denken. Wir könnten mal gucken, ob wir hier, was wir hier brauchen. Burs und Holzkasernen müssen zuerst gebaut werden. Also auf Stufe 2 kommen wir, glaube ich, überall. Aber dann nicht weiter, beziehungsweise hier bei den Bollwerken kommen wir auch nicht mal auf Stufe 2, weil wir da die Motten brauchen. Also unsere neue holländische Kultur braucht wirklich einiges an Entwicklungsstufe und so weiter, damit sich das alles ein bisschen verbessert. Aber wir können in Westfriesland noch was bauen. Zum einen bauen wir sowieso den Weiler schon. Fischernetzweber sind auch schon ausgebaut, der kleine Hafen. Und ich denke mal, wir machen mal sowas wie Jagdreviere oder noch mehr Wälle und Türme. Reiterschützen. Nicht so richtig nordisch, oder? Die Garnison vergrößern, das dauert dann bloß länger. Vielleicht machen wir auch das grünende Land. Das geht dann zu den Gehöften. Versorgungsschwelle wird erhöht und Aufgebote erhöht. Hier gibt es dann irgendwann einen Entwicklungszuwachs, aber das braucht noch ein ganzes
Weilchen. Aber warum nicht? Komm, wir machen mal grünendes Land in... Ah, da wird schon gebaut. Wir machen gar nichts. Wir warten, bis zu Ende gebaut wurde. So, das geht vorbei und natürlich, wir gehen an unseren Königshof. Eine Sache gibt es sowieso schon und Hof halten wollen wir auch. Und wir müssen auch nochmal auf unsere Artefakte schauen. Da können wir bestimmt auch noch ein bisschen Geld lassen. So, meine Schwester Unre sitzt zum dritten Mal in diesem Monat auf dem Boden, umgeben von verschütteter Farbe und Leinwandresten. Meine Höflinge sind bereits der Meinung, dass sie ein künstlerisches Genie ist. Doch die Dienerschaft beschwert sich über das Schrubben der Böden, die als Folge ihrer Inspiration voller Farbe sind. Wir müssen ihre Veranlagung fördern. Wie alt ist sie? 11 und unverheiratet. Zeig dich mal ganz kurz. Eine 10er Verwalterin, religiöse Eiferin, gerecht, nachdenklich und eine unserer beiden, nee, ein Zwilling, aber unsere Schwester in dem Fall. Also ich finde, das soll sie mal weitermachen. Auf jeden Fall. Unsere setzt ihre künstlerischen Bestrebungen fort. Und wir werden Hof halten. Das machen wir direkt hinterher. Also, kostet uns 70 Prestige, ist in Ordnung. Und wir geben das Wort. Ich denke mal, das ist das Gleiche, egal welcher König hier sitzt. Was hier steht, gebt dem Ersten in der Reihe ein Zeichen, sich zu nähern. Mein Fürst, meldet sich mein Höfling Aslaug zu Wort. Ich schlage eine Katastervermessung aller Grafschaften vor, die euch gehören. Eine bessere Kenntnis und Kartierung über euer Land zu besitzen, wird mit Sicherheit den Wohlstand erhöhen. Das könnt ihr machen. Wird mehrere Monate dauern oder Karten werden überbewertet. Nee, macht das mal. Das ist doch schön. Dann fangen wir mal mit was Schönem an und haben schon die Hälfte unseres Geldes weg. Mein Fürst, ich bedauere euch mitteilen zu müssen, dass die religiöse Situation in meinen Ländereien völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Ich habe versucht, meine Untertanen dazu zu bringen, die Herrlichkeit unseres wahren Glaubens zu sehen. Doch zu viele von ihnen verharren in ihrem falschen Glauben. Ich bitte euch, eure Autorität und eure Macht zu nutzen, um mir zu helfen. Tja, das Problem haben wir alle, liebe Bürgermeisterin. Katrien, tut, was ihr könnt. Gemeinde bekehren. Ein friedliches Miteinander ist stets die beste Lösung. Oder das klingt nach eurem Ärgernis, nicht nach meinem. Tja. Ich muss mal kurz hier raus und mal kurz auf meinen Rat schauen. Du bist ja schon in Ostfriesland dabei. Und brauchst dafür auch noch 6 Jahre, trotz einem Bildungswert von 23. Du kannst es jetzt nicht abbrechen und woanders hingehen. Also das geht einfach nicht, weil wir dann wahnsinnig viel verlieren. Insofern müssen wir das friedliche Miteinander jetzt erstmal als beste Lösung ausgeben. Mehr ist nicht möglich. Trotzdem, Hofprachtstufe hat sich erhöht. Die Frau, die sich meinem Thron nähert, ist eindeutig gemeine. Mein Fürst, beginnt sie. Ich vertrete die örtliche Gemeinde von Emden. Oh, das ist unsere Hofstadt. In den letzten Monaten sind mehrere Leichen auf unseren Friedhöfen verschwunden. Sie alle wurden ausgegraben und hinterließen keine Spuren. Zuerst befürchteten wir, es sei das Werk wilder Tiere oder obskurer Mächte. Doch dann wurde euer Hofarzt Röcknen Walde auf frischer Tat ertappt. Ist der nicht schon mal ertappt worden? Oder, ich glaube, also entweder hat er das schon mal gemacht oder einer vor ihm. Ansonsten könnten wir Rückenwalde jetzt... Tja, ist unser König nachtragend? Hat er mit Rückenwalde noch eine Rechnung offen, weil sein Vater gestorben ist, eigentlich unter seiner Behandlung? Wobei ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, dass er es wirklich war, der die Behandlung durchgeführt hat. Können wir so nicht sehen. Er ist stur und tapfer. Versteht er sowas? Das Studium des menschlichen Körpers. Volksmeinung minus 25. Mach da einen Schnitt. Das haben wir beim letzten Mal auch schon gesagt. Und er wurde nie zum ordentlichen Arzt, ne? Rückenwalde ist immer noch kein ordentlicher Arzt. Der scheint es nur mit den Leichen zu schaffen. Also, ich glaube, wir müssen uns jetzt da durchringen und sagen, das ist eine traurige Notwendigkeit. Unser Arzt muss besser werden. Mein Vater ist gestorben, weil der Arzt nicht so viel wusste. Also,
Das ist eine traurige Notwendigkeit, ihr müsst damit klarkommen. Als der letzte Bittsteller den Raum verlässt und so weiter, meine Aufgabe hier ist erledigt. Na gut, das waren sehr, waren jetzt nicht so viele Vasallen hier, sondern eher Höflinge. Und wir haben eine neue Ruhmstufe erhalten, wir sind jetzt hervorgetan. Bringt uns allerdings einen Ritter mehr und weltliche Meinung, aber mit Sicherheit keine Verwaltung. Aber gut, wir wollen uns ja auch nicht nur um die Verwaltung kümmern. 9 Champions, Cousine wird hier freigelassen. Aber gut, das ist alles noch vor unserer Zeit jetzt hier, was hier gerade passiert. Jetzt wurde ein Krieg verloren. Der Italiener ist im Übrigen ganz alleine, das habe ich schon mal gesehen. Verloren ist bestimmt, hat bestimmt der andere, nehme ich mal stark an. Moment, König Ebon hat einen Krieg verloren. Ah, okay. Also Italien steht wirklich momentan ganz alleine. Der verteidigt sich hier auch nochmal. Der verliert ordentlich Land und hat auch seine Brüder oder Onkel und so weiter nicht mehr auf seiner Seite. Wir könnten uns also theoretisch auch hier um dieses Gebiet hier, um Brabant und Antwerpen bemühen. Aber leider ist ja die Dame immer noch 6 Jahre lang damit beschäftigt, Emden zu bekehren. Und das können wir jetzt nicht einfach so abbrechen. So, ist in Westfriesland ist noch nichts gebaut. Jetzt gucke ich mal, ob ich mit ihm jetzt schon eine Pilgerreise veranstalte. Das sollten wir auch mit ihm tun, aber ich denke mal, wir brauchen bestimmt wieder diese... Schauen wir mal, wie teuer die Reise jetzt für ihn ist. Die erste Reise ist, glaube ich, billiger als die zweite. Tempel von Jorvik, Paderborn sind nur 145. Nidaros und so weiter. Kiow, da wollen wir aber nicht hin. Das ist ein bisschen arg weit. 290 bräuchten wir unbedingt. 290 oder... Nee, doch, das ist auch 290. Ich glaube, in Jorvik... Nee, in Sigtuna war unser Vater. Ich glaube, hier oben in Sigtuna. Da, ne? Nee, in Uppsala, genau. Aber das ist Sigtuna. Ist das Sigtuna? Ja. Genau, da waren wir. Da war König Nihal der Erste. Ebon hat auch den nächsten Krieg verloren. Der wird tatsächlich immer schwächer und hat nur noch 900 Mann hier. Das Kataster. Es ist fertiggestellt. Mein Höfling Aslaug verbeugt sich kurz vor mir und erklärt mit zufriedenem Lächeln: Mein Fürst, ihr erinnert euch vielleicht daran, dass ihr vor einigen Monaten eine große Summe Gold in eine Katasterverbesserung eurer Grafschaften investiert habt. Ich habe die Angelegenheit persönlich überwacht und kann mit Stolz sagen, dass die Arbeit erledigt ist. Ich hoffe, das ist jetzt auch gut angelegtes Gold. Aslaug kriegt 75 Prestige. Entwicklungsfortschritt wird um 50 erhöht. In allen gehaltenen Grafschaften, was jetzt leider nicht so viele sind, oder sind das alle, auch unserer Untertanen, das weiß ich jetzt nicht, wir erhalten 150. Wartet mal, kann ich das sehen? Entwicklungswachstum 92 von 100 in Ostfriesland, das sollte jetzt ja einen wachsen. Dann nehmen wir mal Dokkum noch dazu. Da ist Entwicklungswachstum auf 46. Jetzt hat sich natürlich noch nichts geändert, weil der Typ hier noch da ist. Du darfst... Warte mal, ich lass mal ganz kurz... Nee, ich kann nicht weiterlaufen lassen. Doch, du darfst reinkommen, Graf Tosti. Ich warte geduldig auf meinem Thron auf die Ankunft von Graf Tosti, der mir auch schon bald angekündigt und präsentiert wird. Er kniet ehrerbietig nieder und so weiter und so fort. Das haben wir auch schon ein paar Mal bekommen. Und er bemüht sich mit der holländischen Sprache wieder. Er spricht einige Sachen falsch aus, aber das ist der Mann von der Grafschaft von Beaumont. Das ist auch für unseren neuen König eine lobenswerte Anstrengung, Tosti. Das ist keine einfache Sprache. So. Jetzt ist Pause, jetzt können wir gucken. Entwicklung hier. Ist immer noch bei 46 und hier ist es eine Stufe nach oben gestiegen. Also es gilt nur und auf 42, ja. Gilt leider nur bei allen, die wir halten. Das sind leider nur 4 und nicht 10. Ist ein bisschen schade. So. Ach so, eine Sache habe ich noch gesehen.
Wen können wir denn einkerkern? Herzogin Jasmine können wir immer noch einkerkern. Das ist natürlich echt gut, weil die ist echt die stärkste von allen. Aber Herzog Wulgrin von Burgund, der mag uns ja nicht wegen dieser Geschichten. Und ich habe gesagt, ich finde ihn doof. Ehrlicherweise muss man sagen, er möchte nicht hier die ganzen Ländereien, sondern er möchte halt hier Tonnerroy und Dijon haben, die tatsächlich zum Herzogtum Burgund eigentlich mit dazugehören. Und er hat auf der anderen Seite auch noch ein Stück Land. Und man muss jetzt auch noch sagen, dass wir uns das ja selbst eingebrockt haben, dass er das haben will. Denn schließlich haben wir, beziehungsweise König Niall der Erste, hat dieses Herzogtum geschaffen, Burgund, und damit diesen Anspruch quasi erstellt auf ihn. Und er hat ihm das Ganze übergeben. Also können wir ein bisschen freundlicher zu ihm sein, aber noch kriegt das nicht. So, meine Schwester und Freundin Gräfin Iliana hat mir vor kurzem berichtet, wie beeindruckt sie von der Großzügigkeit von Sophia ist. Offenbar hat sie ihr unter die Arme gegriffen, als sie Hilfe brauchte. Vielleicht habe ich sie ja unterschätzt. Ich wusste gar nicht, dass ich überhaupt irgendwas mit ihr zu tun habe. Sophia ist sadistisch, das ist doch schön. Sadistisch, eigenwillig, arrogant. Und eine Ränkespielerin vor dem Herrn. Iliana, hast du das richtig mitbekommen auch? Du bist die Gräfin von Tonnerroy im Übrigen. Und hast einen Anspruch auf Seeland. Ja, so richtig klug bist du nicht, ne? Aber ich habe eh keine andere Möglichkeit. Also, vielleicht habe ich sie unterschätzt. Glauben wir ihr das mal. Volki Svarti hat Meinungen bekommen. Ah, Moment mal. Wollten wir den Höfling von uns beeinflussen? Mit Sicherheit nicht. Warum sollten wir das tun? Nein, das wollen wir nicht. Entweder versuchen wir es beim Burgunder hier, Herzog Wulgrin. Ich glaube, den könnten wir mal ein bisschen bearbeiten. 76%. Sag mal, was sprichst du eigentlich? Holländisch und Nordisch. Das ist ja gar nicht so schlecht. Du könntest natürlich auch nochmal gucken, ob wir jetzt das Französische erlernen wollen, und wir müssen uns jetzt überlegen, ob wir solche Sachen wie die Geschichte gegen Italien, und jetzt sehe ich gerade, Italien ist da gar nicht mehr. Das hat sich aufgeteilt. Das macht die Sache noch ein bisschen einfacher. Allerdings muss man leider sagen, bräuchten wir dann wieder Ah, nee, wir können das einfach so machen. Weil sie quasi zu uns dazugehört. Okay, dann brauchen wir gar keinen Anspruch da erstellen. Ich glaube, es wird ein bisschen teurer, wenn wir das nicht machen. Aber gut, möglich ist es. Und die Religion soll ja dann noch weiterlaufen. Graf Edelheim von Rethel hat die Aufgabe Geheimnisse aufspüren beendet. Kommt er jetzt gerade? Er kann keine Geheimnisse aufspüren. Mach mal weiter. Oder beziehungsweise zeig mir mal nochmal, was da die Möglichkeit ist. Die Wahrscheinlichkeit, meine ich. Wie hoch ist es denn hier? 20%. Ist gar nicht so schlecht. Was haben wir hier? Haben wir auch 20. Hier haben wir 30 eigentlich. Le Marche. Nee, mach mal weiter. Mach mal schön weiter da oben in Ostfriesland. Wir brauchen sie dann auch nicht bei der Domänenverwaltung, ehrlicherweise. Sie soll mal einfach helfen. Dann kriegen wir von allem ein bisschen dazu. Was ist mit dir passiert? Hat sich das gerade hier erstellt, das Jarltum? Hat sie das erstellt? Ich habe gerade das Gefühl gehabt, dass das gerade erst aufgeploppt ist, aber gut. Na gut, schauen wir mal ein bisschen weiter. Wir haben schon wieder ordentlich Kohle. Also, Westfriesland, ist das noch nicht fertig gebaut hier, der Weiler? Nee, immer noch nicht. Na gut, dann machen wir mal ein bisschen schneller hier. Wir haben ja nicht mehr so viele Länder. Aber in der Grafschaft Brie-Francis, da können wir noch was ausbauen. Also die Getreideäcker auf jeden Fall schon mal. Wie ist denn eigentlich hier jetzt mit der Kontrolle? So langsam kommt das hier zusammen, ne? Ja, es geht. So, wir haben die Motten entdeckt. Wir haben noch was ganz anderes erforscht, aber auch schön. Alles deutete auf einen langweiligen... Auf allen Seiten kommt hier was. Unser benachbarter Herrscher... Moment, schauen wir gleich dazu. Die Britannia hat gewonnen gegen Ulfersund.
der wird uns gegen die Nordmannenarmee. Die Nordmannenarmee probiert immer wild irgendwelche Leute zu erobern und scheitert kläglich an allen Ecken und Enden. Na gut, also alles deutete auf einen langweiligen Abend hin, nachdem die vorgesehene Unterhaltung beendet war. Doch Sophia verhinderte dies, indem sie eine Lesung vorschlug. Sic et non oder enon. Sic et non. Ich liebe dieses Buch. Kein direkter Effekt, ich weiß schon, was passiert. Wollen wir eine Konkubine, eine Affäre oder ähnliches? Wahrscheinlich schon, ne? Wir haben auch noch keinen Sohn, also dafür müssen wir noch sorgen. Und unsere Frau ist 37. Also, ganz kurz mal drüber nachgedacht hier. Brabant, Antwerpen, momentan haben die sich beide völlig frei gemacht von Italien. Zu Recht, muss man sagen. Eigentlich müssten wir uns das besorgen, finde ich. Wieso kriege ich hier Namur? Kannst du mir mal Namur im Ganzen zeigen? Oder gehört Namur uns schon? Namur gehört uns doch gar nicht. Warte mal, wenn ich hier auf... So, nochmal. Brabant. Da. Sind auch in keinem Bündnis. Also, ich finde, das gehört irgendwie mit dazu. Lass uns mal ganz kurz sowieso gucken. Na, das gehört zum Königreich Lothringen. Aber das gibt es ja schon lange nicht mehr, das Königreich Lothringen. Insofern soll da auch keiner anfangen, oder? Fängt unser König so an, sich zu... Warum nicht? So, Seeland. Warte mal, nee, Antwerpen. Wir wollen über Land kommen. Wir heben uns in Brügge aus. Warum sollten wir das? Gibt es irgendeinen Grund, das nicht zu tun? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Grafschaft von Antwerpen. Er verliert 12 Jahre lang 25 Meinungen von uns. Kulturakzeptanz der Holländer und der Neunordmannen verringert sich um 1%. Das ist natürlich vielleicht nicht... Oh, das war etwas schneller, als ich wollte, aber gut. Machen wir das doch direkt. Herzlich willkommen, euer neuer König ist nebenan. Das ging vielleicht ein bisschen schnell. Ich wollte noch mal kurz drüber nachdenken ursprünglich, aber es war... Es hat sich schon von allein entschieden. Ich glaube, so eine Gelegenheit kann unser König hier jetzt nicht vorbeiziehen lassen, wenn direkt neben ihm auf einmal drei kleine Ländereien entstehen, die quasi Nachbarn sind und völlig ungeschützt, ohne Bündnisse. Das muss man einfach machen. So, die Schlacht sollte ja wohl kein Problem sein. Etienne de Crisogne, unser alter Ratsmarschall, führt das Ganze an. Simon von Egmont wurde verwundet und wir haben Graf Welram als Geisel von Antwerpen. Damit sollten wir schon bei 100% sein. Das sind wir. Forderungen erzwingen. Festgesetzte Geiseln werden freigelassen. Das ist in Ordnung. Das war es schon. Vielen Dank. Das war Antwerpen, liebe Leute. In 2 Sekunden. Da die Armeen da schon stehen, ne? Obwohl, das geht, glaube ich, nicht. Ich kann, glaube ich, keinen weiteren Krieg erklären, wenn die Armeen schon ausgehoben sind. Also, lösen wir das Ganze auf. Er wurde wieder freigelassen. Und jetzt fragen wir uns, jetzt haben wir natürlich Antwerpen auch noch bekommen. Das müssen wir jetzt auch wieder abgeben. vielleicht geben wir das alles an die 80-Jährige hier. Wo ist denn die Frau aus Lüttich? Bürgermeister, nee, wo ist sie denn? Aus Lüttich, Lüttich, Lüttich. Antwerpen ist schön. Wo ist die denn? Wie heißt du denn überhaupt nochmal? Warte mal, ich muss nochmal in Lüttich nochmal gucken, wie du heißt. Nicht die Großstadt. Mann. So. Ach, das ist doch ein Typ. Hä? Ist die Mutter schon gestorben oder was? Ich habe das doch gerade... Wart ihr da nicht dabei? Habe ich das an den Falschen gegeben? Habe ich an den Oberbürgermeister von
an einen sadistischen, zynischen Typen das Ding vergeben? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Warte mal, jetzt suche ich nochmal die andere. Das wäre ja schön doof gewesen. Warte mal. Wo ist denn die 80-Jährige hin? Oder hatte die doch noch so einen entfernten Sohn, dem sie dann das Ganze vermacht hat? Da muss ich jetzt einmal nachgucken. Verzeihung, liebe Leute. Also, ich muss nochmal nach Lüttich reinschauen. Und da auf den... Nee, nicht die Großstadt. Ach so, deswegen wahrscheinlich. Nee. Heißt das einfach Großstadt Lüttich? Das ist alles... Da, Oberbürgermeisterin Skaldwöldere, die ist sofort gestorben. Aber die hatte doch gar keine Kinder. Tja, das ist wohl nicht zurückgefallen an uns. Das hätten wir dann mit einem eigenen Vasallen wahrscheinlich machen müssen, keine Ahnung. Na gut, Oberbürgermeister Bouchard kriegt es auf jeden Fall nicht. Dann geben wir Antwerpen an. Wer sitzt jetzt da? Sitzt immer noch der Earl aus Earl Edwulf. Hast du noch mehr? Du hast auch Dokkum. Wirst du ein bisschen stärker auf jeden Fall, aber ist, glaube ich, in Ordnung. Wie alt bist du? 52. Komm, dann kriegst du das auch noch. Earl Edwulf. Den gibt's ja auch nicht. Vielleicht bist du irgendwas anderes. Okay, so wird das nie was. Eine Sekunde bitte. So, Seeland, Earl Edwulf. Du hast eine 6er Verwaltung. Das ist eigentlich auch richtig albern. Wer sitzt denn hier nebenan in Maastricht? Sitzt Herzog Rodolf II. Von Jülich. Das ist unser Spielererbe sowieso momentan. Aber du gehörst gerade zum Friesland, zum Friesländischen. Das geht ja auch nicht. Und hier ist schon Flandern, da ist die Jasmine, die hat eh schon genug. Ach komm, dann gebe ich das wieder an irgendeinen Hansel hier. Antwerpen, so eine schöne Stadt. An Rücken im Walde, dann sind wir los. Warte mal, wir gucken mal auf unsere Verwaltungsfähigkeiten. Bürgermeister Leon vielleicht, 15. Oh, dann geht das wieder an irgendjemanden. Aber ich glaube, das können wir gar nicht verhindern, dass die irgendwas mit irgendwas machen. So, Graf Tosti von Beaumont wäre nochmal eine Möglichkeit. Was hast du? Hast bisher hier unten Beaumont bekommen, ne? Das ist da. Das ist schon eine sehr starke Gegend. Aber viel Zeug hast du nicht bekommen. Na komm, dann kriegst du jetzt Antwerpen. Dazu ist ein bisschen weit weg voneinander, aber ein bisschen Reisen hat noch keinen geschadet. So, wo ist er hin? Bürgermeister, da. Graf Tosti Steinsson von Beaumont. Hat auch Ansprüche in Pommern, genau, du warst das. So, du kriegst jetzt Antwerpen dazu. Und dann können wir uns überlegen, ob wir... Die Schlacht ist gewonnen, die brauchen wir uns, glaube ich, nicht angucken. Der liebt uns jetzt, der gute Mann. Wollen wir Brabant und so weiter auch noch haben, ist die Frage. Eigentlich müsste das ja für uns ganz gut sein. Hier die kleine Ecke hier uns zu besorgen, wenn es schon so schnell geht. Ein sinnlicher Vorschlag. Siehst du, ich wusste es doch. Ich habe es gleich geahnt bei Sophia. Wohin auch immer ich gehe, meine Gast Sophia folgt mir. Dieser Blick in ihren Augen, die Worte auf ihren Lippen. Ich weiß genau, was sie will. Ich werde sie dicht bei mir halten, sehr dicht. Könnte meine Affäre werden, eine Ablenkung für heute Nacht. Mehr nicht, wie süß, aber nein. Niemals, die Welt soll von ihrer abartigen Natur erfahren. Ich bin diese Spielchen leid, lasst mich alleine, allesamt. Also, er ist natürlich nicht lüstern. Aber er ist jetzt auch nicht eine ehrliche Haut. Tapfer, ruhig und stur, er ist ein Nordmann. Ich glaube nicht, dass er jetzt hier einfach sagt, ja, geh mal wieder weg. Ich glaube, er wird sie bei sich halten. Und außerdem braucht er noch einen Sohn. Komm her, Sophia. Wie alt bist du eigentlich? 36 auch.
und sadistisch. Das könnte doch ein schöner Sohn werden. Als die Schatten länger werden, treffe ich Sophia in der Dunkelheit unter der Burgmauer, wo sie verführerisch lächelnd flüsternd: Ich weiß, warum ihr hier seid. Ich gehe auf sie zu, zögerlich zuerst, dann voller Eifer. Mein Puls wird schneller, als sie mich zu sich zieht. Im Schatten der Mauer geben wir uns der Liebe hin, während die Wachen über uns Streife schieben, nichts ahnend von unserer Leidenschaft. Noch einmal. Okay, Sophia verführte uns unter der Burgmauer in Ostfriesland. Wie schön, wir fanden eine Affäre. Und mit dieser schönen Geschichte und einem Blick auf Emden sehen wir uns beim nächsten Mal. Beziehungsweise sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.